Großes Publikumsinteresse gab es beim historischen Vortrag zu 400 Jahre Fürstenfamilie Schwarzenberg, der von niemand Geringeren als dem ehemaligen Leiter des Schwarzenbergschen Archivs und Buchautor Wolfgang Wieland abgehalten wurde. Begonnen hat die Ära Schwarzenberg in Murau mit Georg Ludwig, Graf zu Schwarzenberg von der bayerischen Linie. Georg Ludwig war der erste Schwarzenberg in Murau, Georg Ludwig Graf zu Schwarzenberg, von der sogenannten bayerischen Linie, die dann ausgestorben ist. Und so ist dann erst in weiterer Folge die rheinische Linie mit den ersten Fürsten Schwarzenberg nach Murau gekommen. Das war der Johann Adolf I. Georg Ludwig hatte die Ehe mit der legendären Anna Neumannin von Wasser-Leonburg. Und durch diese Ehe, die eigentlich im Sinne einer Adoption ist, ist er nach Murau gekommen. Die Besitztümer der Schwarzenbergs haben sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert. Der Gesamtbesitz in Deutschland, Österreich und Böhmen ist enorm. Der größte Besitz war natürlich in Böhmen, in der heutigen Tschechischen Republik. Und da gibt es Zahlen, die ich nicht alle im Kopf habe. Ich weiß, 22 Schlösser, Ziegeleien, Graphitbergbau, dann Brauereien habe ich schon erwähnt, ja. Also Industriebetriebe, Fischteiche, 688 künstlich angelegte Fischteiche, 130 Kirchenpatronate, 1500 Angestellte und etwa 30.000 Arbeiter. Also es sind Zahlen, die sind unendlich aufzuzählen. Wohlweislich hat der jetzige Fürst Karel Schwarzenberg 1989 die Schwarzenbergsche Familienstiftung ins Leben gerufen. Beachtlich ist der Werdegang Karel Schwarzenbergs, der im Übrigen keine österreichische Staatsbürgerschaft hat und auf eine große politische Karriere zurückblicken kann. Er hat, kann man sagen, große Karriere gemacht. Er ist ein richtiger Europäer oder ja, der eben weitsichtig ist. Er ist Schweizer Staatsbürger und tschechischer, nicht österreichischer Staatsbürger. Das hat ihn auch verwehrt, dass er eigentlich in Österreich nie Politiker werden konnte, was er gern geworden wäre. Er hat sich für Menschenrechte eingesetzt. Zuerst ist er nur als unter Anführungszeichen Kanzleileiter mit dem Titel Kanzler zum Präsident Václav Havel gekommen, 1990 bis 1992. Ja, und dann hat er sich politisch engagiert, hat sich zum Senator wählen lassen und war dann eben tschechischer Außenminister von 2007 bis 2009 und von 2010 bis 2013 und feiert heuer seinen 80. Geburtstag und da wird er jetzt schon langsamer, ruhiger treten. Und seine Frau? Ja, seine Frau, die Dr. Therese, eine Ärztin, die hat sich sehr mit Homöopathie beschäftigt, war auf der Stolzalp in Murau auch als Ärztin beschäftigt. Eine sehr sportliche Frau und die ist beim Skifahren auf der Thuracher Höhe verunglückt und hat eine Querschnittlähmung erlitten. Und ja, sie wollte nie in den Rollstuhl kommen, aber es ist mit der Zeit ist es doch notwendig geworden. Schloss Murau. Wer nutzt eigentlich diese Residenz und über welche Räumlichkeiten verfügt das Schloss? Richtige Bezeichnung ist Schloss Murau. Schloss Obermurau wird sogar mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht und wird nicht deren gehört, wenngleich das immer wieder gesagt wird, auch fallweise. Die fürstliche Familie, die Fürstin ist öfter hier. Der Fürst selbst kommt sehr selten. Er hat in Tschechien auch ein Gebäude, man kann nicht sagen Schloss, zum Wohnen, Črevič, gekauft. Das heißt, wie viele Räumlichkeiten vom Schloss hier sind überhaupt bewohnbar, weil ein Teil wird die Ausstellung sein? Ja, es ist sehr viel wohnbar. Es ist der ganze zweite Stock, west- und nordseitig vom fürstliche Wohnung. Der erste Stock ebenso vom Erbprinzen und seiner Gemahlin. Und die übrigen Teile sind Kanzleien und auch Schauräume und die Schlosskapelle und so weiter. Es sind viele Räume vorhanden, ich weiß die Anzahl nicht. Der Wolfgang Wieland ist sicherlich einer der profundesten Kenner der Familiengeschichte des Hauses Schwarzenberg. Und ich bin sehr froh, dass er sich die Zeit nimmt, auch hier vor Ort diese Geschichte zu erzählen. Er macht das aus meiner Sicht in einem Stil, der beim interessierten Publikum gut und verständlich ankommt.
Ich denke mal, dass diese 4 Monate, die jetzt dieser Ausstellungszyklus in Mura angeboten wird, eine ganz tolle Geschichte in Mura sein werden. Und ich hoffe auf hohes Publikumsinteresse, bin aber sehr zuversichtlich, dass das weit über unseren Bezirk hinaus wirken wird. 400 Jahre Schwarzenberg, eine imposante Familiengeschichte, die fasziniert und begeistert zugleich. Musik.